So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von We Build Potter's World. Ich habe keine Ahnung, was wir in der letzten Folge gemacht haben, weil schon viel zu lange her ist, aber was wir in dieser Folge machen werden, das seht ihr nach dem Intro. Ja, Leute. Ja, es ist ziemlich lange her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was wir das letzte Mal gemacht haben. Es ist schon viel zu lange her. Im letzten Stream weiß ich auch nicht mehr, was wir gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall hier an Hogwarts weitergebaut, zumindest glaube ich das. Und was ich mir jetzt als erstes mal hole, sind ein paar Kleinigkeiten. Und irgendwie scheint es ein bisschen zu laggen, ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, während ich jetzt hier rumgelaufen bin, um zu gucken, worauf habe ich heute Lust, was mache ich heute. Und irgendwo müsste auch noch eigentlich eine Kiste sein, in der mein ganzes Zeug drin ist, aber ich finde es irgendwie nicht, weil es schon so lange her ist. Ja, ich habe ehrlich keine Ahnung, ehrlich gesagt, ehrlich. Okay, Mama. Ciao. Genau. Es scheint ehrlich zu laggen. Das nervt mich ein bisschen. Aber gut. Ja, fuck, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach man. Ah, nee, das ist nicht mein Zeug. Ach man. Ich muss mich erstmal kurz zurechtfinden. Ein bisschen zurechtfinden, ja. Was habe ich denn hier überhaupt in diesen Beuteln drin? Was habe ich hier drin? Ich brauche, genau, euch brauche ich. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gesund aus, habe ich so das Gefühl. Ja, Steine. Steine esse ich immer gerne. So, dann mache ich jetzt hier so. Und dann mache ich so. Genau, habe ich jetzt zumindest was, womit ich arbeiten kann. Denn ich habe heute auf jeden Fall einen kleinen Plan, was ich machen möchte. Erstmal den Zeitumkehrer betätigen. Übrigens, Jule und Teddy sind hier irgendwo auf dem Server. Ich habe vorhin mit denen geschrieben, also, ja, okay, hier sieht man es immer noch ein bisschen. Da habe ich dann, man sieht es hier, ihr müsst nicht sneaken. Das habe ich so geschrieben und dann die so, doch. Und dann habe ich gesehen, dass dann hier auf der Minimap werden die ja dann angezeigt, wenn sie entsneaken. Haben sie dann doch geschrieben. Und dann habe ich Nein geschrieben, damit ich ungefähr erahnen kann, wo sie sind. Die sind irgendwo entweder hier oben oder da unten, aber ich weiß es nicht. Ich habe sie gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden und jetzt bin ich zu faul dafür. Genau. Also. genau, ich habe mir ein paar Bilder vom Videospiel gemacht, bezüglich hier ein bisschen außen. Und, da ist ja schon jemand. Ja. Jetzt kommst du nicht mehr weg. Jetzt kommst du nicht mehr weg. Ha! Hab dich! Haha! Haha, ich hab dich gefunden. Haha, ah, hahaha. Hahaha. Ja. Genau, ich fühle mich gerade sehr, sehr mächtig. Mit meinem. Nee, das sage ich jetzt nicht. Genau. Ich würde mich gerne hier ein bisschen um diese Außenkulisse kümmern. Und zwar, ja, ist halt jetzt so ein bisschen die Frage. Die Frage. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Weil ich kann das da hier jetzt, glaube ich zumindest, nicht einfach kopieren. Und hier ein... Nee, das geht nicht. Genau, weil ansonsten ist es hier so. Genau, das bedeutet, ich muss es eigenhändig hier machen. Ja, selbst ist mal wieder der Luca. Immer muss ich es mir selbst machen. Genau, denn es ist nur so einer. Das bedeutet hier so und dann beginnt das ja quasi. Ach, das sind jetzt schon einzelne Bits. Ey, das Laggen, das nervt mich aber ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Genau, und dann beginnt es ja, glaube ich, hier, ne? Genau, das ist hier so einmal so ein Dingens und dann geht's beim nächsten. Ja, doch, genau, weil hier das da hier ist das und dann hier beim. Aber nee, dann ist es ja der da hier. Nee, halt. Halt. Ist es der hier? Nee, das sieht irgendwie falsch aus.
Dann müsste es ja eigentlich. Der Rechte dürfte eigentlich nicht existieren, glaube ich. Moment. Ich mach mal den da hier so weg. Ich bin gerade ein kleines bisschen confused. Ja, ein bisschen confused mit Fuß. So. Genau. Ah, ja, doch, das sieht doch schon richtiger aus. Genau, das sind hier diese Blöckilis. Genau. Und genau, dann geht es hier 1, 2, 3, 4, 5 raus in einer Höhe von 4. So, also 1, genau, das hier sind dann schon 4, 2, 3, 4, 5. Genau, und das sind dann hier auch nochmal 4. So, dann ist es ja wie so ein Quadrat, so 4 mal 4. Ne? Mhm. Ja, so ein Würfel ist es dann. Ich habe was in meiner Zahnspange. Es ist ein Zahn. Ach man. So, genau. Dann ziehe ich das da hier jetzt einfach mal so ein bisschen hoch. Warte, warum mache ich es mir eigentlich gerade so schwer? Ich kann das doch auch einfach hier so machen. Ha! Ja. Ich habe ja schon lange kein Minecraft mehr gespielt. Merkt man vielleicht. Genau, und dann auf jeden Fall, genau, mache ich das jetzt mal ganz kurz so und dann nochmal so. Und dann mache ich jetzt hier den das hier wieder weg. Genau, weil der Rest, der stimmt ja ansonsten. Und ich denke, das ist die schnellste Variante, das da hier zu erledigen. Genau, und jetzt muss das da hier ja nur noch hochgezogen werden. Ist ja super. Dann mache ich jetzt hier so und es lässt sich auch sehr schön hochziehen auf jeden Fall. So, zack. Genau, und dann hier so. Genau, und dann ist es jetzt hier so, wie es sein soll. Es ist zwar hier jetzt verschoben, ja, aber es soll tatsächlich so sein. Auch wenn es mich persönlich ein bisschen irritiert und vielleicht sogar ein bisschen stört. Aber ja, gut. Ich muss jetzt mal ganz kurz nach oben. Ich hoffe mal, es leckt jetzt hier nicht mehr. Warum leckt das eigentlich so extrem? Ich glaube, das liegt an den Lampen. Weil hier bei dem ganzen Schüsseln und Bits leckt es nicht so sehr. Aber sobald ich jetzt hier in Richtung große Halle laufe. Ah, nee, gerade geht das. Okay, nee, gerade geht das extrem, was Lags angeht. Und hier leckt es ja auch gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt hier 25 FPS. Das ist für meine Verhältnisse sehr gut. irgendwie traurig. Ja, genau. Ich gehe mal hoch und da ist ein Schwein. Hallo, Schwein. So, und ja, die flüchten mal wieder. Die haben Angst vor mir, weil ich so ein cooler Typ bin. Ja. Ja, man muss schon glücklich sein. Man darf sich schon glücklich schätzen, wenn man mit so einem coolen Typen wie mir abhängen darf. Also, das ist echt nichts Selbstverständliches, dass man das darf. Ne? Weil ich so cool bin. Mhm. Ja. So. Ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich muss jetzt hier so machen. Genau. Und dann wird das da hier jetzt einmal auf jeden Fall abgebaut. So. Genau, zack. Und das gleiche dann jetzt auch noch. Oh. So. Genau. Ja, genau. Und ungefähr so soll es tatsächlich auch aussehen. Das freut mich gerade, dass es alles so easy aufgeht. Genau, und dann hier kommt auf jeden Fall das nächste Dingens. Genau, hier kann ich ja wahrscheinlich dann mit echten Blöcken arbeiten. Wobei, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber ich mach's jetzt einfach mal trotzdem. Ah, ich habe gar keine Blöcke dabei. Warum habe ich keine Blöcke dabei? Ich spiele Minecraft und habe keine Blöcke dabei. Alles klar, Luca. Ja, ich habe es auf jeden Fall mal wieder sehr drauf. Ja, ich würde gerne... Die Folge geht erst 9 Minuten. Oha, ich habe ja noch ewig Zeit. Ich würde gerne so ein kleines bisschen über meine Vacation reden. Ich war ja im Urlaub. Und was bist du? Warum bist du hier? Wo kommst du her? Hast du Familie hier? Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Ich habe irgendwo einen Stein abgebaut, aber ich habe keine Ahnung wo. Fehlt hier irgendwo was? Irgendwo? Ach.
Nee, Moment mal. Ah, doch, 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 ich weiß, woher das kam, weil ich habe ja hier das da hier vorhin kopiert und da ist ja so, da sind ja so Bits dran, wisst ihr? Und dann habe ich das eben hier eingefügt und dann wieder weggemacht und deswegen ist es jetzt hier im Inventar. Warum auch immer, das sollte eigentlich. Moment mal, ich mache das mal ganz kurz hier in den Beutel rein. Verwirr mich bitte nicht so. Genau, und jetzt habe ich aber Blöcke dabei. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Ich mag meine Blöcke. Auch wenn ich ja nicht so der Blockfan bin in Minecraft, das habe ich euch ja schon oft gesagt. Aber ja. Genau, meine Minecraft-Pause ist rum. Ich habe irgendwie Lust auf Minecraft bekommen. Ich weiß auch nicht, was mich dazu getrieben hat oder wer mich. Nee, das sage ich jetzt nicht. Genau, aber ist auf jeden Fall jetzt rum. Ich drehe mich nochmal um. Ja, und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ich brauche auch jetzt noch ein paar mehr von diesen anderen Dingern. Genau, Moment. Nochmal hier runter. Es war ja so, also ich erzähle jetzt einfach ein bisschen was über meine Ferien. Ich war ja 3 Wochen in Kroatien, also erstmal auf dem Elbenwald-Festival. Und Leute, heute, also heute Dienstag, der 24.08.2021, wir haben aktuell 9, nicht 29 Uhr, 19:25 Uhr. Heute war der allererste Tag seit Sommerferienbeginn bei mir, dass ich in meinem Bett ausschlafen konnte. Denn ja, an einem Mittwoch war der letzte Schultag. Ich weiß es nicht mehr das genaue Datum, aber es war auf jeden Fall ein Mittwoch. Genau, dann direkt nach diesem Mittwoch, am Donnerstag, bin ich zu meinem Papa gefahren. Genau, am Donnerstag war das da. Dann am Freitag war das Elbenwald-Festival. Also bin ich zum Elbenwald-Festival gefahren. Genau, da war ich dann selbstverständlich bis, also diese Tage halt, und dann war ich noch bis Montag waren wir dort. Am Montag sind wir dann zurückgefahren. Moment mal, mir fällt gerade auf, dass hier irgendwas noch nicht so ganz stimmt. Nee, egal, ich mache das jetzt trotzdem erstmal so. Das ist mir jetzt egal, ob das jetzt hier passt oder ob das nicht passt. Zeitumkehrer. Auf jeden Fall, genau, am Montag sind wir dann zurückgekommen und dann habe ich diese Nacht, also ich habe jetzt auch gestern wieder die erste Nacht nach dem Elbenwald-Festival in meinem Bett geschlafen. Also jetzt die Nacht von, die Na nee, die Nacht von Sonntag auf Montag war die erste Nacht in meinem Bett wieder, genau. Heute ist nicht Montag, oder? Heute ist Dienstag. Ist heute Dienstag? Ja, heute ist Dienstag. Genau. Und genau, das war seit dem Elbenwald-Festival die erste Nacht wieder, die ich in meinem Bett verbracht habe. Das war echt sehr, sehr angenehm, weil ich habe dann nach dem Elbenwald-Festival eine Nacht auf der Couch vom Freund meiner Mom geschlafen, weil ja, wir sind dann direkt danach eben los nach Kroatien am Dienstag dann. Am Montag bin ich zurückgekommen abends und dann am Dienstag. Genau, ging es dann für mich schon direkt los. Moment, was mache ich jetzt? Ja, komm, ich mache jetzt mal den da hier noch dran. Der muss ja sowieso früher oder später irgendwann mal dran. Ich weiß zwar nicht warum oder wie oder was, aber ich sag das jetzt einfach. So und dann so. Genau, dann waren wir zuerst eine Woche bei meiner Oma und Micha war mit uns dabei. Das war richtig cool, dass der dabei war. Genau, ich glaub auf jeden Fall, ihm hat's gefallen. Also ich hoffe es zumindest. Das wäre cool, wenn es ihm gefallen hat. Jetzt muss ich ganz kurz hier überlegen, wie ich das jetzt hier am besten mache. Ich glaube, ich mache das jetzt hier erstmal ganz kurz so zack, zack. Und dann jetzt hier so und dann hier platzieren. So, dann der hier einmal raus und das da hier rein. So, genau. Und dann jetzt hier so. Moment. So. Und dann jetzt hier nochmal. So. Genau, haben wir jetzt hier auch schon mal so eine kleine Grenze gezogen. Ob das jetzt hier dann tatsächlich am Ende alles so sein wird, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich denke, ich mache jetzt auch mal hier noch so erstmal vorübergehend. So,
So, genau. Und dann könnte man ja tatsächlich hier schon den Weg gehen und so machen. Genau, ich denke, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Der Verkehr soll zumindest sehr angenehm sein. Genau, dann sieht das Ganze jetzt hier schon mal so aus. Hier ist mal so eine kleine. Das da hier ist schon der Anfang des großen Turms dann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das dann am Ende wirklich so lassen werde. Da lege ich jetzt mal noch nicht meine Hand für ins Feuer. Aber ich ziehe das jetzt einfach mal bis hier und ziehe das jetzt auch erstmal so nach oben, wie eben das andere. Moment, erstmal bis da so und dann sage ich jetzt hier einmal hier Copy and Moment. Paste. Genau. Und dann jetzt hier so überall. Zack. Und hier dann auch nochmal. Genau, hier das da hier nochmal so nach oben. Zack und zack. Moment. Ich bin gerade ein bisschen confused. Ah. Hier so. Genau, und dann hat man hier schon diese kleine Ecke, die das Ganze hier so eingrenzen soll, weil das da hier ist ja der Eingangsinnenhof und hier wird es dann eben zum großen Turm gehen. Ich wollte das jetzt hier nur schon mal so ein kleines bisschen angrenzen, also das wird hier abgerundet und alles und wahrscheinlich auch nochmal mit Bits verfeinert, also das würde ich hier dann tatsächlich hergehen und das Ganze nochmal mit Bits dann machen. Aber ja, wir werden sehen, wie wir das machen. Was auf jeden Fall noch Sache ist. Ist eben, wir müssen hier das Ganze wahrscheinlich nochmal komplett abreißen und neu machen, also, ne, weil, das Ganze hier eben so passt, wie es ist. Muss ich mich aber nochmal genau informieren. Ich glaube, dieses Fenster hier. Nee, stimmt, das da hier passt so. Aber. Ich weiß nicht genau, wie das sein muss. Da muss ich mir nochmal die Bilder anschauen. Aber das mache ich auf jeden Fall dann in dem Stream. Aber soweit ich mich erinnere, muss ich nochmal das Ganze hier abbauen und 1:1 so nochmal vielleicht irgendwie ein bisschen weiter vorne bauen. Aber da informiere ich mich auf jeden Fall nochmal dann für einen Stream am Freitag. Ja. Denn ich würde gerne wieder streamen. Ja, die WPW-Pause, die war jetzt lange genug auf jeden Fall. Und ich denke, ja, so ein kleiner Stream würde der ganzen Sache hier auf jeden Fall nicht schaden. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Und ja, wäre, denke ich, auch gar nicht so verkehrt, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke und so, ne? Genau. Ich habe mich hier auch noch ein bisschen, was die Außenkulisse angeht, weiter informiert, wie das Ganze hier eben aussehen muss und sowas. Und das bedeutet, das hier muss auf jeden Fall auch weg. Und zwar so, genau. Mache ich jetzt erstmal bis dahin. Und Moment, hier sah irgendwas seltsam aus. Ne, okay, alles richtig. Okay, nee. Genau. Dann passt das da hier auf jeden Fall. Und das da hinten passt dann auch soweit jetzt erstmal. Genau, dann fange ich, denke ich, schon mal so mit dem ersten an, was hier auf jeden Fall rangebaut wird noch. Ich mache das jetzt einfach mal hier, würde ich sagen. Denn es kommt hier so eine kleine Erhöhung hin. Ich mache das jetzt erstmal vielleicht mit denen. Denn, ah Moment, da mache ich mir nochmal kurz die Bilder auf. Weil ich habe hier Bilder gemacht. So. Genau, was das denn für eine Erhöhung sein soll. Und das sieht aus, als wären das 2 Bits. Genau. Oder? Ja, doch. Das sind ungefähr, nicht 2 Bits, sondern so 2 Erhöhungen. So. Genau. Oder 1. Nee, wobei, doch, doch, doch. Das ist vielleicht sogar dann doch. Ja, doch. Ich mach's wahrscheinlich mal 2 hoch. Und, genau. Aus welchem Material das jetzt ist, das weiß ich tatsächlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Das sieht mir ein bisschen seltsam aus auf jeden Fall. Es sieht aus, als wäre das dieser normale Stein. Ja, wobei. Nee, es sieht eher aus, als wäre das der Bodenstein. Oh, aber das passt alles nicht so gut, ehrlich gesagt. Moment mal, soll ich einfach mal diesen Stein hier verwenden dafür? Moment mal.
Genau, das geht ungefähr, ja doch so drei Blöcke ist es dann circa hoch, würde ich sagen, würde ich schätzen. Auch wenn mir das sehr hoch erscheint. Aber wenn ich das jetzt mal so hier sehe. Na, wobei, nee. Ich mache zwei. Ich mache auf jeden Fall zwei. Und dann geht es hier ungefähr. Oder ist es schon zu weit? Nee, das passt eigentlich so, würde ich sagen. Genau, wenn man das dann hier eben so alles macht. Genau so. Und dann führt das Ganze auch hier so weiter. Moment. Ich mache hier mal kurz so. Genau, und dann auf jeden Fall hier so. Ich mache das jetzt erstmal so. Zack, 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 zack. So. Genau, und dann hier ungefähr irgendwie so. Ja, doch. Doch, doch, doch. Das sieht jetzt ungefähr so aus, wie es aussehen soll. Mit Bits würde das Ganze dann noch ein bisschen vielleicht feiner gemacht werden. Aber das da hier ist auf jeden Fall schon soweit richtig. Genau, und dann ziehe ich das hier auch schon mal ein bisschen weiter direkt. So. So, so. Genau, und dann ziehe ich das jetzt auch erstmal nur bis hierher. Genau, und dann hier nochmal so. Und so sollte das dann ungefähr sein. Ja. Aber irgendwie sieht es seltsam aus, meiner Meinung nach. Wenn ich das jetzt hier so mache. Wisst ihr was, Leute? Moment. Ich mache das jetzt erstmal hier so und warte auf eure Dingens ab. Im Stream am Freitag werde ich euch das, denke ich, mal einblenden. Hier mein Bild. Also jetzt nicht in der Folge. Das ist immer ein bisschen kompliziert mit dem Einblenden, sondern ich mache das dann einfach im Stream. Da habe ich mehr Zeit und da kann ich auch besser eure Reaktionen abwarten oder anschauen. Deswegen am Freitag wird auf jeden Fall ein Stream kommen und genau am Sonntag dann wieder eine WPW-Folge. Und dann eben wieder, ne, so nach Upload-Plan. Also mittwochs und sonntags werden Folgen kommen und montags und freitags werden Streams kommen. Genau, nur dass ihr das schon mal soweit wisst. Das ist so der Plan dabei. So, Moment. Aber ja, es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, meiner Meinung nach. Ja, wobei doch, eigentlich kann man das schon machen, würde ich sagen. Wobei das vielleicht tatsächlich mit. Na, das würde, glaube ich, nicht so gut aussehen, wenn es hier diesen Bodenstein hat. Das hier. Na, ich weiß nicht. Es würde, glaube ich, nicht so sehr rausstechen wie das da hier. Nun ja, die Folge geht jetzt 23 Minuten. Ich hätte eigentlich noch Lust, hier diese Seite fertigzustellen. Aber. Ja, doch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich mache das jetzt einfach noch. Bedeutet jetzt hier wieder so, 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 so. Und dann kann ich mir jetzt hier bestimmt ein kleines Copy-and-Paste-Muster rausholen. Genau, indem ich jetzt hier einfach so mache. Und dann hier eben einmal hinzufügen. Und dann jetzt hier ersetzen. Nee, platzieren. Ah ja, genau, platzieren. Und dann hier hinzufügen. So. Genau, mache ich das mal ganz kurz hier überall so, so. Und ja gut, hier wird es dann wieder ein bisschen komplizierter. Nee, dann lasse ich das jetzt erstmal. Genau, und ansonsten hier platzieren. Genau, aber das da hier kann auf jeden Fall gemacht werden. So, so. Genau, und das gleiche jetzt auch nochmal hier überall, außer da natürlich. So, so.
So. So. So. Und so. Genau, kommt das da hier einmal weg und das da hier so ran. Genau, das ist hier auf jeden Fall mal einheitlich. Und dann hier nochmal Copy-Paste, was diesen Batzen hier angeht. So. Ist jetzt hier ein bisschen komplizierter, aber kriege ich schon hin irgendwie. Ja. Oder auch nicht. Nee, wird schon klappen jetzt. So. Nee, das ist nicht so gut. Ja gut, okay. Es ist ein bisschen komplizierter als gedacht. Was ist das denn jetzt? Oh. Genau, das ist jetzt hier immer nur dieser Mittelstein, so wie es aussieht. Aber es geht auf jeden Fall trotzdem schneller, als wenn ich das jetzt alles per Hand machen würde. Nee. Hier ist es. Ah, okay, hier ist es wieder ein bisschen kniffliger. Moment mal. Da mache ich das hier, glaube ich, tatsächlich alles doch wieder per Hand. Erstmal hier so. Und dann jetzt hier. Genau, zack, 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 zack. Und dann hier, das da hier muss ich einfach nur noch ausfüllen. So. Mache ich jetzt hier, denke ich, auch erstmal so einfach nur dieser Grenze überall. Also hier so das, 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 das. So, so, weil ich glaube, das geht ein bisschen schneller am Ende. So, genau, mache ich das erstmal bis daher. So. So. Genau, und dann hier auch wieder so. Genau, noch zum Abschluss meines Urlaubs. Also wir sind am Sonntag wieder zurück nach Hause gefahren. Und oh mein Gott, Leute, irgendwie sieht das richtig nice aus. Irgendwie sieht das richtig nice aus. Holy shit. Okay. Wir sind am Sonntag nach Hause gefahren und normalerweise so Kroatien, Deutschland, also Kroatien bis Deutschland, bei wo wir wohnen und dort, wo wir halt losgefahren sind. Wir waren ja auf der Insel Krk. Wir waren ja erstmal bei meiner Oma in der Nähe von Varaždin. Dann waren wir auf der Insel Krk in Omišalj. Falls ihr auf die Insel Krk wollt, ich mach mal ganz kurz hier Werbung. Falls ihr auf die Insel Krk jemals gehen wollt und dort Urlaub machen wollt, dann besucht, genau, dann sucht Kondic, genau, Kondic, also Kondi und dann ein C mit so einem Haken oben drauf. Genau, weil das ist ein Kumpel von uns. Und genau, der hat ein eigenes Haus und vermietet dort Wohnungen für eben Touristen. Genau, und wenn ihr auf der Insel Krk Urlaub machen wollt oder allgemein, wenn ihr Urlaub machen wollt und nicht wisst, wohin, geht auf die Insel Krk, geht zu Mladé. Genau, weil da ist es immer cool. Und ja, vielleicht kriege ich von Mladé ja Provision dafür, dass ich Werbung mache. Nee, aber. Ist auf jeden Fall richtig cool dort. In Omišalj ist das. Also Krk, Omišalj. Und dann im Neubaugebiet von Omišalj waren wir. Bei Kondic. Genau. Auf jeden Fall, wir sind am Sonntag zurückgefahren und normalerweise fährt man so vielleicht, keine Ahnung, so 10 Stunden ungefähr. So 9, 10, 11 Stunden, 12, wenn es lange dauert. Und Leute, wir haben 16 Stunden gebraucht, bis wir wieder zurück zu Hause waren. Das war echt sehr fies. Das war sehr fies, das Ganze. Wir haben sehr lange gebraucht. Und genau, was ist jetzt hier passiert? Okay. Ich war dann richtig froh, als wir endlich wieder zu Hause waren, weil nach 16 Stunden Autofahrt, also ich habe wirklich irgendwann mal gedacht, dass mein Arsch bald abfliegt. Ich dachte mir so, Alter, wo ist mein Popo?
Und ja, das war echt nicht so cool. Genau, jetzt bin ich gerade hier ein bisschen am Überlegen, weil ich glaube, wir haben diese Säulen hier falsch gebaut. Sehe ich gerade hier. Ja, doch, die haben wir nicht ganz richtig gebaut. Muss ich die nochmal neu machen? Aber das ist gar kein Thema auf jeden Fall. Aber das mache ich auf jeden Fall nicht heute. Aber das ist gar kein Thema. Ich muss nur ungefähr wissen. Ich schätze mal ungefähr, hier würde dann die Mauer wiederkommen. Aber grundsätzlich ist es nicht falsch, wenn ich jetzt hier hergehe und so mache. So. Genau, dann hier so. Genau, und dann mache ich das jetzt erstmal bis da, würde ich sagen. Ja, bis da. Und dann hier nochmal auf diese Zweierhöhe nach oben. Und dann hier nochmal so. 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 Genau, da haben wir jetzt hier zumindest mal das da hier so ein bisschen. Weil hier ist das Ganze ein bisschen breiter an den Seiten als hier vorne. Das habe ich entdeckt. Und ja, sollte jetzt eigentlich alles passen soweit. Dann, Leute, würde ich jetzt mal sagen, was hier mit dieser Folge. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Leute. Wie gesagt, WPW wird jetzt weitergehen. Die Streams werden wieder regelmäßig kommen. Und die Folgen werden jetzt auch wieder regelmäßig kommen. Und ja, dann mal schauen, wie weit wir kommen, wie das Ganze hier wird. Wenn Marion dabei ist. Marion habe ich auf dem Elbenwald-Festival getroffen. Die ist voll süß. Marion ist voll toll. Das ist so eine Omi. Und das ist voll süß. Das Festival war allgemein richtig cool, aber da komme ich nochmal wann anders drauf zu sprechen, so ein bisschen. Ja, genau, Leute. Dann würde ich jetzt sagen, was ist hier mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne da lassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von We Build Potter's World. Das war's von mit dem Löwen. Bis dann. Tschüss und ciao.